Der Herbst bricht sich Bahn. RWE ist nicht in der Spur und knüpft das Flutlicht an fürs Revierduell gegen den Lieblingsgegner BVB 2. Rot-Weiß wartet auf den ersten Heimdreier. Schwarz-Gelb noch ohne Auswärtssieg in dieser Saison. Und die jungen Dortmunder, sie wissen um die Konteranfälligkeit des Gegners. Cole Campbell, eine von drei Startelf-Neuerungen, hat das Auge für Julian Hetwa. Vierte Minute und der BVB nutzt beinahe direkt die Konteranfälligkeit des Gegners. Der BVB 2 muss daraufhin verletzungsbedingt zweimal wechseln und verliert den Rhythmus im Aufbau. Göbel kommt hier nicht an den Ball. Safi erobert den. Dann Aslan und dann Müsel. 19. Minute. Ein Sahnetor von Torben Müsel. Der winkt ins Publikum und wird geherzt von Geburtstagskind Brumme. Aslan, seine vierte Vorbereitung und Torben Müsel mit seinem zweiten Saisontreffer. 19. Minute, die glückliche Führung zu dem Zeitpunkt für RWE, das von da an voll da ist. Umschaltgelegenheit. Die Schwäche zur eigenen Stärke macht Winzheimer. Der sieht Eitschberger. Der BVB ohne Zugriff. Mogultay kommt da nicht rein. Boyamba völlig frei. Ball tanzt auf der Linie. Nicht drin, aber Safi macht das Ding. Ramin Safi in der 25. Minute mit seinem ersten Profitor zum 2:0. Und er leitet es selber ein. Und dann Eitschberger, der Rechtsverteidiger, der so offensiv stark mit aufrückt. Boyamba, nein, der Ball ist nicht über der Linie. Komplett egal, weil Safi da dran bleibt und gegen ein wehrloses BVB-Team den zweiten Treffer nachlegt. Es sind Minuten des Grauens für die junge Mannschaft. 22 Jahre im Schnitt, die bekommt diesen Doppelschocker überhaupt nicht verdaut. 33. Minute, keine Viertelstunde zwischen diesen Treffern. Und dann ist es Brumme, das Geburtstagskind, auf Müsel. Das 3:0. Und wir blicken ganz genau auf Mesut Müsel. Jo, so wurde er bei Borussia Mönchengladbach von Chris Kramer getauft. Hier zeigt er, warum. Doppelpack vom Box-to-Box-Spieler der Essener. Drei Tore zur Halbzeit im Nieselregen an der Hafenstraße. Das lässt Kinderherzen höher fliegen. Zweiter Durchgang. Der BVB 2 gegen den Angstgegner. In der dritten Liga noch nicht an der Hafenstraße gewonnen. Dann mal Hetwa auf und davon. Und mit dem Anschluss. 64. Minute. Viertes Saisontor für Julian Hetwa. Der ist richtig gut in diese Spielzeit reingekommen. Paulina bedient ihn optimal. Und Hetwa, der hat dann einfach Tempo und überwindet Golz mit der Karambolage. Und der BVB 2 zeigt Haltung. Dieses junge Team, das beißt sich in diese Partie, auch wenn der Rückstand nicht mehr einzuholen ist. Und Essen, das macht nur noch das Nötigste im zweiten Durchgang. Dion Berisha eingewechselt. Lotka hält den Klasse auf seifigem Untergrund. Einstellung und Haltung, alles wird von dieser jungen Mannschaft gezeigt. Trotz früher erzwungener Wechsel und drei Gegentoren in 15 Minuten. Mit bemerkenswerter Leistung in diesem zweiten Durchgang. Das die letzte Chance. Elongo Yombo, der verpasst. Es ist klar, Revierduelle an der Hafenstraße gewinnt derzeit Rot-Weiß Essen. Und das mit Autorität. 3:1 für Dabrowskis Team. War unheimlich wichtig, heute einen Dreier zu holen. Wir waren uns dessen bewusst, dass wir punktemäßig hinten dran sind. Und wir wollten einfach dieses Heimspiel gewinnen. Wir wollten die Mannschaft sein, die galliger ist und die dieses Spiel mehr erzwingen will, zu gewinnen.
Und ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit hat die Mannschaft sehr konsequent auch nach vorne gespielt, dementsprechend auch 3 Tore geschossen. Ich glaube, wir haben 15 Minuten gehabt, in denen wir nicht im Spiel waren, da haben wir das Spiel verloren. Ich hätte gern gesehen, was passiert wäre, wenn wir noch das 3-2 gemacht haben. Ich glaube, man hat dann gesehen, was für Potenzial wir haben. Ich kann jedem Trainer gratulieren, der einen von den Jungs in 2 Jahren bekommt, wenn die soweit sind. Zimmermann und der BVB 2 warten weiterhin auf den ersten Auswärtsdreier der Saison. Die Gastgeber gewinnen endlich zu Hause und ziehen mit dem BVB nach Punkten gleich. Live beim Magenta Sport.